Ja, hallo, grüß euch. Ja, Leuchtturm. Eines der, wie ich finde, wichtigsten Songs von Nina aus der Neuen Deutschen Welle. Irgendwie habe ich es heute oder habe ich sie seit ein paar Tagen mit der Neuen Deutschen Welle. Naja, sie war ja für uns auch ziemlich prägend. Jedenfalls geht das für mich, für die Kinder meiner Zeit, also alle so 70er Jahren geboren worden sind. Und wir sagen, bei uns sagt die Neue Deutsche Welle noch was. Kannst du dich noch daran erinnern, an den Song Leuchtturm? Sie sang, soweit ich das weiß, soweit ich mich erinnere, macht alle Leinen los und los, oder mach alle Leinen los und los, vertreiben wir uns die Zeit im Meer. Ich tauche den Fischen hinterher. Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Ich kann den Leuchtturm nicht mehr sehen. Das wäre schlecht. Denn unser Leuchtturm ist unser Anker. Wenn man sich das jetzt mal ganz genau ansieht, dass dieser Text ist einfach unschlagbar. Wir fahren einfach los und wir vertreiben uns ein bisschen die Zeit im Meer. Das ist das Meer unserer Gedanken. Das, was wir so denken. Und wir lassen uns treiben. Irgendwohin. Wir werden schon sehen, wir werden schon irgendwo ankommen. Das tun wir. Aber da, wo wir ankommen, das ist der Geist von unseren Gedanken. Jetzt sage ich immer, bring alles in die Kristallschwingung. Sofort, hast du was, kannst du. Auf der Stelle, ganz egal, was es ist. Ich habe das mittlerweile so lange betrieben, dass ich eins ganz genau weiß. Ich bin der Geist der Kristallschwingung. Das kann ich ohne weiteres sein, denn es ist hier mein eigenes Leben. Und wenn es hier um mein eigenes Leben geht, dann bestimme ich immer noch, welcher Geist hier herrscht. Und das bin ich. Jetzt ist die Frage, zu welchem Geist gehöre ich denn? Ohne Frage zu dem Geist der Kristallschwingung. Ich bin der Geist meines Kristalls. Und solange ich weiß, dass eine Kristallschwingung immer etwas Reinigendes ist und mich von allen Belastungen frei befreit, bin ich natürlich der Geist der Kristallschwingung. Das kann jeder andere Mensch natürlich auch sein, wenn er das zu sein wünscht. Aber das ist eben die Angelegenheit eines jeden Einzelnen. Ganz egal, wie erfolgreich oder wie nicht erfolgreich das Leben war. Seht ihr, wenn ich super erfolgreich sein will, dann muss ich den Zeitgeist treffen. Das heißt, wenn ich will, dass alle Menschen mir zuhören, alle Menschen mir zujubeln, ich mit dem, was ich mache, sei es das Backen oder sei es Musik oder sei es Gedichte oder seien es Bücher, dann muss ich den Zeitgeist aller Menschen treffen, so weit als möglich. Jetzt ist für mich aber die Frage, will ich das denn überhaupt? Will ich denn wirklich in dem Zeitgeist sein, in dem zurzeit alle Menschen sind? Und die Frage kann ich ohne weiteres mit geschlossenen oder offenen Augen mit Nein beantworten. Denn solange die Menschen sich nicht vergegenwärtigen, dass sie die Lösung ihrer eigenen Probleme sind und dass die Lösung ihrer eigenen Probleme ja sein könnte, alles in die Kristallschwingung zu bringen, solange das die Menschen unisono nicht verstehen wollen, will ich mit denen so weit als möglich nichts zu tun haben. Ich kann mich also ohne weiteres in den Geist der Kristallschwingung versetzen, wenn ich es denn will. Das hat einige Sturmwellen zur Folge erstmal, einiges an Gegenverkehr, einiges an Gegenwind, nämlich all das, was ich vorher mal verursacht habe. Aber zunächst einmal behalte ich den Kurs. Den Kurs halte ich immer. Und in einigen Fällen heißt es auch, dass ich gegen den Wind kreuzen muss. Das heißt also, ich weiß zwar, ich will da vorne hin, aber die Gegenwinde sind so stark, dass ich andauernd die Segel neu setzen muss und immer so wieder so segeln muss, dass ich trotz allem dahin komme, wo ich hin will. Nämlich an das sichere Ufer. Mit anderen Worten, an den Geist der Kristallschwingung. Da will ich ja schließlich ran. Da ich es selber sein will. Ich überlasse es nicht anderen, mich zu heilen. Und ich überlasse es auch nicht den anderen, mich zu reinigen oder den anderen, mich doch bitte mal hochleben zu lassen oder ähnliches. Ich kann mich auch in den Geist der himmlischen Freude und des himmlischen Glücks versetzen. Natürlich kann ich das.
Aber dazu muss ich wohl so gereinigt sein, dass ich dem Geist der Freude, der Freiheit und der Schönheit und so weiter nicht weiter auf den Wecker falle, mit anderen Worten, nicht zur Last falle. Darum finde ich dieses Lied Leuchtturm so bemerkenswert. Da treiben wir uns die Zeit im Meer. Und dann tauchen wir so hierhin, dahin bald, wir schwimmen dahin, wir schwimmen dahin, wir tauchen den Fischen hinterher. Mit anderen Worten, all den Red Herrings, die so, mit all den die falschen Köder und sowas. Und auf einmal, ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Ich kann den Leuchtturm nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr entdecken. Ich finde meinen Verankerungspunkt nicht mehr. Ich verankere in mir. Und wenn ich selbst mich verloren habe, ja. Ja, wieso? Was ist denn hier mit den ganzen Sachen? Was ist denn hier diese ganzen tollen Angebote und diese ganzen Möglichkeiten und die ganzen Theorien, die hier auf den Markt geworfen werden? Ein Köder für Sie. Monsieur. Wenn dir dieser Satz bekannt vorkommt, dann hast du wahrscheinlich den großen Blonden mit dem schwarzen Schuh gesehen. Das ist nämlich so ziemlich das Ende, der Schlusssatz dieser ganzen Komödie. Denn es ist eine Komödie gewesen mit Pierre Richard. Vielleicht erinnerst du dich noch dran. Ich sag ja, ich bin ein Kind der 70er Jahre und so daran herangewachsen. Und ich habe am Anfang der 80er Jahre kam der große Blonde mit dem schwarzen Schuh hoch. Und das hatte eine ganz einfache Geschichte. Ein Geschäftsmann wusste, er wird von einem anderen betrogen. Er wusste auch, dass er abgehört wird. Und jetzt erzählt er seinem Kollegen oder seinem engsten Mitarbeiter, dass er jetzt einen Spion beauftragt hat, da diese ganze üble Geschichte da mal zu kommen, die jemand anders versucht hat, ihm anzuhängen. Und als sie dann wissen, dass sie, was weiß ich, im Waldstück oder wo auch immer, wo sie nicht abgehört werden konnten, da sagte der andere, ja, was ist das jetzt für ein Spion? Ja, wen soll ich da am Flughafen abholen? Irgendeinen. Ein Mann aus der Menge. Wir legen einen Köder aus. Und der andere baut sich selbst die Falle drumherum. So war es auch. Irgendein völlig unbescheidener, und unbescholtener, tollpatschige Bürger, dargestellt natürlich fantastisch von Pierre Richard, war natürlich völlig ahnungslos, dass ein Teil von, also einige, ihn für einen Superspion hielt und sich zu guter Letzt alle erschossen. Und als der andere dann in den letzten Zügen lag, dann fragte er dann einen, der da eingeweiht war, und sagte, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, wer war das? Da sagte der andere nur, ein Köter für Sie, Monsieur. Ich kann das nicht auf diese unnachahmliche Weise rüberbringen, wie es im Film war. Aber man könnte das Gleiche zu euch sagen. Diese ganzen, mein Gott nochmal, die wissenschaftlichen Erklärungen, die Wissenschaftler, die Alarm schlagen, die gefährlichen Bakterien, die gefährlichen Krankheiten, die überall lauern, die Bedrohungen, die jetzt überall sind. Was soll das denn sein? Ein Köder, in dem ihr euch getreulich gefangen habt, wie eine Fliege im Spinnennetz. Und je mehr sie zappeln, desto mehr verfängt sie sich darin. Ich würde euch das nicht sagen, wenn ich nicht auch weiß, wie der Ausweg ist, nämlich alles in eine höhere Schwingung zu bringen. Das kannst du jetzt glauben oder auch nicht. Du kannst dich auch in den alten Sachen verheddern bis zum Gehnichtwas. Das ist am Anfang noch ganz gemütlich. Später wird es haarig. Es funktioniert ein bisschen so wie bei der Kannenpflanze. Ich heiße vielleicht nicht umsonst Kanne mit Nachnamen. Aber es gibt ja diese Kannenpflanzen, diese fleischfressenden Pflanzen. Die verströmen einen unwiderstehlichen Duft. Es riecht köstlich, das ist herrlich, ein wundervoller Sirup. Und viele Insekten wollen da natürlich hin. Sie sterben einen wunderschönen Tod. Ganz eingebettet im süßen Saft, bis sie irgendwann darin ertrinken. Auch das ist eine Möglichkeit, sein Leben zu verbringen. Ich gebe das hier in aller Kürze so weiter, weil ich denke, das braucht nicht mehr viel,
Da braucht man nicht mehr viel drüber zu sagen. Ich habe es jetzt den letzten 3 Mal, habe ich das immer wieder aufs Neue versucht zu erklären und immer wieder noch das und immer noch wieder das. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Also wenn du jetzt wirklich super erfolgreich sein willst und ganz super und von einer Menschenmenge träumst, die dir zujubelt und ähnliches, vielleicht bist du ja Musiker oder Maler oder Schriftsteller und jetzt wünschst du ein großes Publikum zu erreichen, am besten doch so einen Pulitzerpreis, so einen Nobelpreis und so, vergiss bitte nicht, du müsstest den Zeitgeist der Menschen treffen. Ein Michael Jackson, was davon, ein Lied zu singen? Ich habe keine Ahnung, ob er dessen schuldig ist, was man ihm beschuldigt hat. Ich weiß es nicht. Es geht mich auch nichts an. Ich weiß nur eins. Wenn man auf so einem Gebiet so erfolgreich ist, so viele Anhänger hat, dann hat man nicht bloß lauter jubelnde Fans, sondern man ist auch in deren Schwingungen drin. Und wenn man diese dann nicht in einer Kristallschwingung auflösen kann, dann sitzt einem der Spuk im Nacken. Das kannst du mir jetzt glauben oder auch nicht. Das stelle ich hier einfach mal so, ich werfe es einfach so in den Raum. Aber solange ich weiß, dass ich der Geist meiner Kristallschwingung bin, solange ich weiß, dass ich alles in meiner eigenen Kristallschwingung auflöse, solange lösen sich meine Probleme auf. Und ich bin frei. Und ich kann mich ohne weiteres in den Geist der himmlischen Freude, des himmlischen Glücks und des himmlischen Freiheit oder himmlischen Freiheit und sowas versetzen. Als ich 8 Jahre alt war, war ich mit meinen Eltern für 14 Tage in Spanien. Und ich hab nur eine einzige Erinnerung an diesen Urlaub. Irgendwie hatte eine Mutter mit ihrem Kind gespielt und dieses Kind ließ, glaube ich, irgendwie ein Geldstück oder sonst irgendwas fallen. Und ich hob es auf und gab es der Mutter. Und die sagte, nahm dir das Geldstück entgegen oder die Münze, was auch immer es war, entgegen und sagte, grazie. Klar, sie war Spanierin. Also danke, ganz normal. Es ist völlig absurd, sich sowas zu behalten, sich sowas zu merken. Aber mir ist ja 40 Jahre später, ist mir der Zusammenhang aufgefallen, oder besser gesagt, der Unterschied zwischen Dank, wenn ich jemandem zu sagen danke, dann verankere ich mich damit, oder ich sage grazie. Dann ist das zwar ebenfalls eine Art Wertschätzung, aber es ist eine sehr fließende, es verhakt sich darin nicht. Und verhaken kann ich mich nur in einer einzigen Person, das bin ich selbst. Bei allen anderen kommt eine gewisse Wertschätzung, Würdigung, gewisse Achtung, wie auch immer, auch Respekt. Aber es ist eine frei fließende Schwingung, sie federt mich damit nicht. Die Frage ist, ob du das verstehen möchtest und ob du das verstehen willst und ob du das so sehen möchtest oder auch nicht. Wie gesagt, wenn ich hier super erfolgreich sein wollte, dann müsste ich jetzt den Zeitgeist aller Menschen treffen. Offensichtlich treffe ich ihn nicht. Es könnte ein Glück sein. Für mich. Für dich, ich weiß es nicht, denn es kommt darauf an, ob du das verstehen willst oder auch nicht. Das hängt von dir ab. Aber ich wünsche dir, dass du deinen eigenen Leuchtturm wiederfindest. Ich wünsche dir alles Gute.